So, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Erklärungsvideo. Es ist bald wieder soweit, die ESL steht am Start und somit natürlich auch wieder die allbekannten Souvenir-Packages. Ist immer ein heißes Thema und jeder fragt sich immer, oder ich kriege halt auch die Frage sehr oft mit, so wie kriegt man die, wenn man zuschaut und wann kriegt man die und sowieso. Und ja, ich will es kurz erklären, damit ihr auch wisst und eben die Chance habt, diese schönen Packages zu bekommen. Zu einem ist der Grundsatz natürlich, dass ihr euer Steam mit Twitch verlinkt. Und das machen wir jetzt einfach mal kurz. So, dann kommt ihr hier drauf, meldet euch ganz normal mit eurem Twitch-Namen an. So, und hier seht ihr es dann schon, ich mach's mal eben weg. Connection cancelled. Hier geht ihr dann auf Connect quasi und meldet euch einmal mit eurem Steam quasi an und dann seid ihr schon connected. Das ist schon alles, mehr braucht ihr nicht. Die zweite Möglichkeit ist dann auch noch das Ganze, oder eine parallele Option ist das Ganze auch noch auf Twitch direkt bei ESL One anzuschauen. Das ist jetzt das Videomaterial vom letzten Jahr, beziehungsweise von der letzten ESL. Da könnt ihr quasi im Prinzip in-game gucken und auf Twitch noch, um zusätzlich diese Dropout zu bekommen. Hier seht ihr es nochmal anhand dem Screenshot, wie das dann aussieht, wenn in-game diese Packages quasi rausgegeben werden. Ist eine ganz einfache Sache. Ihr müsst dann im Prinzip nur abhängen und die Spiele gucken. Viele gucken sowieso an, dann connectet auch und dann habt ihr die zusätzliche Chance, das zu bekommen. So, und jetzt zeigen wir euch hier kurz noch, wie ihr die Souvenir-Pakete in-game bekommen könnt, also quasi in-game den Spielen zuschauen könnt. So, dann geht ihr hier oben auf Zuschauen, dann könnt ihr auch bei der Pick'em-Challenge mitmachen. Und dann geht ihr auf Live. Hier oben steht auch Live-Turnierspiele gerade. Hier unten, das sind die vergangenen Spiele. Und hier oben könnt ihr dann draufklicken und dann auf GoTV anschauen. Und dann könnt ihr auch einfach zuschauen. Und dann seht ihr auch wieder diese Ausstellungen rechts oben. Letztes Jahr war es, oder bei letzten ESL war es so, Mike hat ja eins bekommen, zum Beispiel Cobblestone. Das ist dann immer Map-abhängig. Das heißt, wenn ihr gerade auf Cobblestone spielt, habt ihr die Chance auf Cobblestone-Package. Wenn ihr auf Mirage spielt, auf Mirage. Und so weiter und so fort. Also jeweils die Map, was gespielt wird, habt ihr die Chance, eben so dieses Package zu bekommen. Die begehrtesten sind natürlich die Cobblestone, weil die am teuersten sind und eben auch die Dragon Lore beinhalten. Jo, falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video geholfen hat. Ich würde mich drüber freuen. Vielen Dank an den Support, an alle, die mir immer schön einen Daumen hoch geben. Es motiviert mich immer weiterzumachen und ja. Haut rein, viel Glück, dass ihr die Package gewinnt, natürlich schön fleißig. Und könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was macht ihr damit? Verkauft ihr sie? Öffnet ihr sie? Bewahrt ihr sie auf? Würde mich einfach mal interessieren. Bei mir gibt es als nächstes Video noch zur Pick'em Challenge. Jo, und dann sage ich mal, ja, viel Spaß, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Ciao.